Hallo Riho, meine werten Final Fantasy 16 Fans und Let's Fest Let's Play Zuschauer. Wir machen hier weiter an der Stelle, wo wir pausiert haben. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wo sind wir da? Wo sind wir da? Wer ist das? Ist das Dion? Na, der, oh wow, der kann ja nicht mal laufen. Oh, je. Hätte wenigstens noch einen Tag da bleiben sollen. Aber okay, irgendwas sucht der. Krieger Was hab hier? Gnade. Der sucht was Bestimmtes, sonst irgendwas super Wichtiges. Sonst wird er das hier nicht machen. Seinen Geliebten? Nee, nicht eine Standart. Dafür bist du nicht hergekommen, oder? Du bist nicht für die Sack. Nein. All das, ja, du. Du warst mitverantwortlich dafür, aber ganz sicher nicht alleiniger Verantwortlicher dafür. Was habe ich getan? Tja. Milord! Was hast du getan? Du weißt genau, was du getan hast. Und das da macht's nicht besser. Zu riskieren, dass du da drauf gehst. Jo, das ist schon wieder. Wofür? Wofür das hier jetzt? Damit wir wissen, wo wir sind, weil wir können nirgendwo anders hin, wir können nur hier hin. Egal. Naldia Golf. Mit seinen sanften Strömungen und dem milden Klima ermöglicht der Golf eine schnelle und ungefährliche Reise zwischen dem Dominium Oriflam und Stornhür, ohne die gefährliche äußere See durchsegeln zu müssen. Dann schauen wir doch vorbei. Naldia Golf. Die Enterprise. Ist noch ein weiter Weg bis nach Valut. Aber wer nach Norden will, muss Semmekes umfahren und durch die Enge. Solange wir Kurs nach Nord-Nordost halten, holen wir sie noch ein, bevor sie wieder weg sind. Sie könnten Ashra aber auch südlich umsegeln. Über den Weg bis nach Stonehill. Da bräuchten sie bei dem Wind eine Ewigkeit. Mit weiß, wovon sie redet, Clive. Jedenfalls besser als jeder von uns. Tun wir, was sie sagt. Einher ja gesichtet. Jawoll! Das ging jetzt flott. Ist das so ein krass, hat die volle Kanone Antrieb gemacht. Ah, oder die Aufwachen, warten Jungs! absichtlich. Volle Kraft! Die Elfen müssen Funken sprühen! Vielleicht wollten die sich Siehst du einholen das? lassen. Ja. Alle Mann, auf die Posten! Oh je, schlechtes Bauchgefühl. Zeigen wir ihnen, was du drauf hast. Ich habe das Gefühl, die wollten sich einholen lassen auch. Die hatten ja einen Tag Vorsprung, zwei Tage, einen Tag Vorsprung locker. Oder? Ui, oh. Oh. Er ist in Rüstung Wie eine gekleidet. Motte. So folgst du dem Licht. Das unsichtbare Band des Bewusstseins verdammt sie zum gleichen Schicksal. Doch jeder meiner Versuche, ihre Seelen zu trennen, hat die Bindung nur fester werden lassen. Faszinierend. Meiner Klinge hat bislang jedoch nichts widerstanden. Das ist eine Dragoon-Rüstung. Das ist nicht Odins Rüstung, oder? Oh, jetzt bin ich gespannt. Das hier ist ja aus Material von den. Versenkt mich doch einer! Die ist ja ganz viel geschützt aus dem Material von den. Von den, wie heißt es, Gefallenen. Kann der das auch durchschneiden? Ich habe gedacht, das sei so unschneidbar. Unveränderbar.
ich ja mal gespannt. Wenn der uns hier versenkt, dann sind wir hier doch alle tot einfach. Das ist ein guter Plan, bei ihn absichtlich einzuholen und nicht warten, bis er ankommt. Jetzt fliegt der, hab ich das richtig gesehen? Nicht mal mit der Spitze gerammt. Und dann auch nur in dieses riesige Beiboot. Sehe ich das richtig? Als erstes Jill. Ich finde sie. Ernsthaft? Wir gehen jetzt einfach drauf. Hm. Verdächtig. Und jetzt schnappt er sich einfach unser Boot. Ah, nee. Alle anderen kämpfen gegen ihn. Und wir suchen Jill. Das ist eine kluge Idee. Verdammter Scheiß! Halt, Steuerboot! Wenn Ifrit das nicht mal konnte. Und dann soll der Phönix das können. Du weißt, dass Ifrit den Phönix besiegt hat. Vielleicht bist du ein bisschen klüger im Hinhalten von dem Mist. Das könnte vielleicht sein. Hui, wie Torgal gleich abgegangen ist. Bringt das was, die Gegner zu killen? Naja, ich muss es einmal ausprobieren. Oder ob hier ein unendlicher Nachschub an Gegnern kommt. Bummerzquatsch. Gegner nähern sich. In Ordnung. Nee, auf dem Beiboot war sie ja ganz sicher nicht. Das wissen wir. Sie war unter Deck. Und zwar mittig. Etwas hinterer Teil. So. Na, guck mal. Böse Fuzzi. Besen sein mit dem. Alles klar. Da hat jemand Protes, aber das wird ja auch mit Protes gewesen sein, nehme ich mal an. Eieiei, wie breit hast du. Oh, ein Boss. Vielleicht doch eine limitierte Anzahl an Gegnern. Mega Block. Babbeli, 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 babbeli. Boom. Ja, hat dir das gefallen? Hat dir das geschmeckt? So, du hast es ja mal gar nicht drauf, mein Lieber. Bist du 35, okay. Wenn es tatsächlich bis 50 geht, nach meiner Vermutung nach, ist das krass, dass die Gegner dann schon 35 sind. Das war im Verhältnis zu sonstigen Spielen. Was sind denn die? 40, 50, ich weiß es gar nicht, wenn ich jetzt an Final Fantasy 9 denke. Was sind denn die im letzten Gebiet? 50? 40? Wird es überhaupt angezeigt? Angezeigt, was für. Was die Gegner am Level haben. Ich glaube nicht, oder? Man hat nur selber ein Level. Und die Gegner sind einfach die Gegner. Müsste ich nur mal nachgucken, ehrlich gesagt. Wüsste ich gar nicht. Oh. Ich töte euch nicht. Nein, nein. Das werden wir sehen. Ob ihr sterbt hier, ob wir das Boot hier heilen lassen können. Aber ich persönlich werde euch erstmal nicht töten. So, da muss es irgendwo was nach unten geben. Guck mal, wir haben uns allein gelassen. In Ifrit verwandeln. Das könnte helfen. Und jetzt müssen wir Phönix spielen oder so. Habe ich nicht so Böcke drauf. Er versucht es mit Kraft, seht ihr das? Macht er nicht wieder seine Spezialtechniken? Der ist doch bestimmt total überlegen. Nein! Da ist er! Der König will ihn lebend! Joshua kämpft ja nicht besser mit dem Schwert als wir. Ich bin gleich bei dir. Hol die Fesseln! Oh, da wäre günstig. Ja, nee, war leider nicht. Die Steinwand von Titan da einmal so. Radadadadadadada. Aber nein. Aber so geht's ja auch. Alle weg. Finito. Oh, da kommen noch mehr. Wo gibt's Magier? Ja, da gibt's einen Magier. Wunderbar. Mach mal Protes auf dich. Los, mach doch Protes auf dich. Warum machst du nicht Protes auf dich? Sie gehören dir. Oh, da liegt was. Tschüss. Nichts wertvoll. Hier den dicken lassen wir übrig, in Ordnung. Kümmern wir uns um den hier.
Bam, geblockt. Und jetzt ist der Kühler und so weit. Jetzt glaubt man, ja, was soll's. Man kann nicht alles haben. Man kann nicht alles haben. Bing. Mega Titanblock. Läuft. Wir kämpfen zwar wieder gegen eine Wand. Kommt grafisch nicht so cool, aber. Wir haben ihn. Oder auch nicht. Reicht doch nicht der gebrochene Status. Anscheinend. Muss man danach noch draufhauen. Hat nicht gereicht. Du holst viel zu offensichtlich aus, mein Lieber. Und nicht, dass gleich Protoss auf ihn gezaubert wird, wenn hier irgendwo ein Magier ist. Ne? Da ist der Magier. Kuckuck. Wie heißt der? Gunfire. So, Gunfire. Gunfire. Sigvair. Sigvair. Ja, irgendwo hier muss sie sein, genau. Halt Weg nach unten muss es geben. Oder hier so eine Lade aufmachen? Oder war der Kampf absichtlich hier hinten? Weil wir hier oder jetzt irgendeine Tür bedienen können? Nee, das sieht nicht sehr. Benutzt bitte die Tür mäßig aus. Aber wir könnten lenken. Und da gibt es ein Steuerrad. Wir könnten das andere Schiff versuchen, wieder einzuholen, zu rammen oder sonst was. In der Richtung zu machen. Das da. Hier. Nein, auch nicht. Hier vielleicht? Das hier? Nein. Okay. Aber hier sind wir hier nicht hergekommen. Hätte ich gedacht. Aber wohl nicht. Doch. Doch, hier sind wir hergekommen. Ah, dann geht dann vielleicht bei. Da gab es so eine andere so Runtergehnische, oder? Wird es die vielleicht sein? Da drüben ist noch so eine Runtergehnische. Vielleicht können wir diese heruntergehen. Und da ist dann Jill. Jill, Babe, willkommen! Nein? Doch nicht? Doch, meine. Fünf verschiedene Abteile. Ich spür mein Bein nicht! Du spürst dein Bein nicht, du armer Kerl. Ich hoffe, das wird wieder. Oder ich habe nicht geguckt, vielleicht war es auch ab. So also ein bisschen makaber. Hab die Schnauze voll! Soll der König alleine kämpfen? Ja, macht er ja gerade, oder? Nicht. Kümmert euch ums Schiff. Und der Chef kümmert sich um den. Oh, der kämpft gerade. Da macht jemand hier Magie. Nicht, dass der hier. Oh, oder so. Wenn es gerade eh auf Cooldown ist, passt. Und alle weg. Nehme ich mal an, oder? Jetzt alle erlegt, alle zerlegt. Jetzt sind wir bei Jill, oder? Das sieht sehr verdächtig aus, die Tür. Jill! Clive! Zurück! Das arme Schwert. Aber ja, ist ja für sie. Was hat er dir angetan? Wie bist du? Erklär später. Hände. Schön. Kannst du gehen? Hier raus, sicher. Das ist mein cooler Spruch. Ja, wie sieht's aus? Wen tötet er jetzt? Joshua? Nein. Glaube ich nicht. Phönix. Vielleicht befreit er Ultima. Du bist der Dominus des Feuers? Ich sehe nichts weiter als ein flackerndes Licht. Macht er jetzt so richtig Odin-Form? Wird jetzt richtig zu Odin? Ja. Genau, jetzt ist er Odin. So sieht die Rüstung aus, das davor war lächerlich. Und jetzt macht er sich auch richtig zu Phönix. Oder machen wir hier Phönix-Ifrit-Fusion? Das kannst du vergessen! Richtiger Phönix am Start. Aber, ja. Nicht umsonst hast du da Ultima-Leuchte-Ding. Ich glaube, darauf hat er es abgesehen, oder?
Na, das stört ihn nicht. Und? Oh, nicht schlecht. Das hat gehalten, oder? Wenigstens ein Schlag. Naja, na, abgelenkt. Okay, okay. Oh, wow. Krasse Kiste. Guckt euch das an. Es muss fliegen. Mit, es muss fliegen. Oh, aber das Schiff hat hier keinen super Spezialantrieb. Es wird da runterkraxeln jetzt, oder? Mit Clive zusammen. Oh je, meine volle Kanone. Er hat sein eigenes Schiff, die Einherja, in den Tod geschickt. Clive war noch drauf, ne? Krasse Kiste. Ging das jetzt bis zum Grund rund? Ja. Und der Wasserspiegel bleibt so? Der Wasserspiegel bleibt so? Wie lang hat er das jetzt zerteilt? Ich hätte gedacht, das schwappt dann danach wieder zurück, aber das ist ja jetzt schon Minuten. Schaffst du's? Vom Schiff, ja, hat sie gesagt. Jetzt immer vom Schiff. Heiltrank? Die ist ja noch bleicher als sonst. Noch blasser als sonst. Aber wohin? Shiva könnte jetzt eine Eistreppe machen. Oje, oje. Wer ist das jetzt? Nicht nochmal Slefni oder Self Slefni. Nein, er selbst oder nur eine Kopie von ihm? Der tatsächliche, echte Barnabas. Du. Was hast du mit Joshua gemacht? Dem Phönix? Oh, er wird bestimmt überleben. Mal Ultima aus ihm befreien. Das Bewusstsein, das ihr um eure Seelen gesponnen habt, scheint sich in seiner Verzweiflung verstrickt zu haben. Also leiht sich mein Herr die Kraft meiner Klinge. Okay. Die Welt wird bald in Schwärze getaucht werden. Und alles Leben im Kuss des Todes seine Bestimmung finden. Deshalb werden wir die Ursache bekämpfen. Wir werden sie zerstören, die letzten Mutterkristalle, und rücken die Welt wieder ins Lot. Komm. Denkst du wirklich, es wäre so einfach? Die Fäule ist unabwendbar. Nicht einmal der Allmächtige kann ihrem Vormarsch Einhalt gebieten. Deine Mühen sind zum Scheitern verurteilt. Sie führen zu nichts, außer Leid. Du musst die Wahrheit endlich erkennen, Mythos. Die Rolle erfüllen, die er dir gab. Niemals. Solange ich entscheide, wähle ich die Hoffnung. Und wieder führt dich dein blinder Wille vom Weg ab. Bin gespannt. Er war uns ja so überlegen. So holla die ho überlegen. Und geschichtlich ist ja nicht viel mehr passiert. Doch nun führe ich dir die Unausweichlichkeit deines göttlichen Schicksals vor Augen. Ob du willst oder nicht. Ja, uns wird so viel Infos vorenthalten. So weit wie du kannst. Clive, nicht. Vertrau mir, Jill. Was soll sie denn machen? Die läuft ja weiter nur unter der Wasseroberfläche weg. Bringt das jetzt was? Ja, okay, ich meine, wir kämpfen in echt. Da sind wir ja plötzlich viel geschickter und können dem ganzen Zeug ausweichen. Wir müssen das nicht tun. Oh, das müssen wir. Es gilt, dich an deine Pflicht zu erinnern. Komm! Ja, eben. Ja, dann erinnere mich doch mal drauf. Sag mir doch einfach mal die Wahrheit. Ja, sag doch mal, was abgeht. Du hast dich wirklich rasant entwickelt. Ich bin beeindruckt.
Doch als sein Leib bist du für meinen Herren leider noch immer zu schwach. Ja, auf die Odin-Fertigkeiten freue ich mich. Die könnten mir gefallen. Wenn ich das so sehe bei ihm, wenn wir auch solche Attacken kriegen. Solch eine feurige Inbrunst. Und wofür? Das Maß des Herrn. Das war die törichte Verblendung eines törichten Mannes. Du fragst es. Cool. Du weißt nichts über diese Welt und unseren Platz darin. Wenn jeder über sein Schicksal bestimmen könnte, wären wir alle Götter. Ja, und das wäre gut, oder was? Ich habe genug gesehen. Weil so viel Unvernunft. Finishing Move machen. Das wohl andere Mittel der Überzeugung. Stahlblitz wird vorbereitet. Ne? Den müssen wir stoppen. Ne? Den, der sieht aber gar nicht aus, als würde er irgendwas vorbereiten. Ist ja gemein. Wir kämpfen normal weiter, während er irgendwas vorbereitet. Das ist ja fies. Stahlblitz in. Na, jetzt hält er kurz still, während der Stahlblitz vorbereitet. Ist das richtig? Ja, ich weiß nicht. Ich krieg nicht genug Schaden rein, würde ich sagen. Das ist, denke ich, absichtlich. 3, 2, 1. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man hier mehr Schaden auf meinem Level. Die dir zugedachte Rolle erfüllen. Ich denke, das ist geschichtlich. Und so wird das Licht der Hoffnung durchtrennt. Aber diesmal können wir weiter kämpfen, oder was? Gibst du so schnell auf? Niemals! Zu Ifrit werden? Oh nein, gibt sie uns jetzt Shiva? Und dann legen wir los, dann gehen wir ab. Siehst du es nicht? Dein eiserner Wille ist Ballast. Er hindert dich daran, deinen Zweck zu erfüllen. Und was ist mein Zweck? Mythos. Wer sind wir? Was sind die Domini? Den Atem des Schöpfers noch warm auf unseren Lippen, tragen wir sein Licht und geleiten die Massen in seinem Namen. Wir sind mächtige Taten Gottes. Wir sind mehr als das. Du wärst nichts ohne das, was er dir gewährt hat. Das stimmt wahrscheinlich. Die Kraft in uns ist die seine. Und jedes Mal, wenn wir sie nutzen, zehrt sie an unserer Substanz. Sie verschleißt uns, zerreißt uns, damit ihr makelloses Antlitz sich zeigen kann. Die Esper. Ich weiß nicht, es hat bei ihm ja auch nicht, zumindest sehen wir nichts davon, außer vielleicht seine blutunterlaufenden Augen, aber es zeigt sich ja bei Clive nichts. Das ist ja das Besondere, denke ich, an ihm, oder? Dass es ihn eben nicht zerreißt, diese Fertigkeiten zu benutzen. Zu viel Macht, selbst für seine Auserwählten. Aber nicht für dich, Mythos. Ah, da haben wir's. Du gebietest über die Macht vieler, doch dein Körper hält ihrem wilden Tosen stand. Sag, was willst du? Du sollst wissen, dass wir, die Domini, nur niedere Werkzeuge sind. Wir wurden für dich erschaffen, auf dass du aus unserem Sein schöpfen und deine göttliche Bestimmung erfüllen würdest. Hab ich's nicht gesagt? Ich hab's doch gesagt. Ich hab's gesagt, oder? Die Frage ist, warum sind dann alle dabei, dich ständig aufzuhalten? Wenn sie doch wollen, dass du genau das hier tust. Warum wehren sich diese ganzen Gefallenen? Warum lassen die dich nicht durch? Die wäre zu wachsen, zu verschlingen. In deinem Kerker des Stolzes hast du deine wahre Pflicht vergessen. Solange du dich ihr bewusst widersetzt, wirst du mir nicht einmal einen Kratzer zufügen. Doch es mag dir Trost spenden, dass du in deiner Not nicht allein bist. Die Ketten des Willens fesseln die ganze Menschheit.
Dennoch gibt es Grund zur Freude, denn in seiner unendlichen Gnade erbarmt sich der Herr seiner fehlerhaften Schöpfungen. Er wird sie wieder zurück in ihre alte Form weisen. Und wie genau sieht die aus? Nun, treue Diener Gottes. Akasische? Nein. Oder was? Tod? Manieren, Lord Rossfield. Das sind Menschen wie du und ich. Nur werden sie nicht vom Willen belastet, jo, der unser eins seit langer Zeit schon so plagt. Eben, alle sollen nur... Sie sind rein. Sie sind göttlich. Wir alle sollen akasisch werden. Ja, klar. Ganz recht, Mythos. Wie einst. Zu lange schon führt der ungestüme Wille die Menschheit in die Irre. Es ist Zeit, zu ruhiger Gleichheit zurückzukehren. Auf dass sie abermals zur Erlösung findet. Erlösung? Und alles aufgeben, was uns lieb ist? Behalt deine Erlösung. Wir retten uns selbst und wir folgen unseren Regeln. Oh, oh, guck mal das Schwert von Clive an. Das ist das von seinem Papa. Das ist gar nicht das, was ich ausgerüstet habe. Außerdem ist er gar nicht so schlecht. Das ist nicht so böse. Die Menschen sind kacke. Zumindest ganz viele. Nicht deinen oder deines Gottes. Mit jeder trotzigen Bekundung eures Willens ziehen sich eure Ketten enger zusammen. Doch vielleicht kann ich diese Tatsache nutzen. Was meinst du? Willst du Mythos werden oder was? Guck da, das Schwert. Ist das von Papa? Die Wellen krachen wieder zusammen. Je stärker du dich an die letzten Domini bindest, desto größer wird dein Hunger werden, bis er dich zur einzigen Antwort zurückführt, die je existiert hat. Auf einem anderen Weg, als ihn der Herr vorsah. Aber dennoch zurück. Und sie wollen ihn stärken. Fordern sie ihn deswegen die ganze Zeit heraus? Ich weiß nicht weit. Mit Shivas Hilfe. Schaffst du das noch? Hoffentlich. Ich versuch's. Du willst wirklich Shiva jetzt werden? Oh, das... Oh je. Oh je. Schau nicht zurück. Mach hinten doch auch noch eine Eiswand hin, oder? Hinter euch eine Eiswand hinklatschen, wenn du schon einen Tunnel machst. Stand da gerade Clive bezwungen? Clive wurde bezwungen. Ja. Wille des Lichts, Impuls. Auch nichts Besonderes gedroppt, um irgendwie ein mega schwer zu machen oder so. Wir haben auch niemanden besiegt. Schade drum. Okay, dann würde ich sagen, hier machen wir das nächste Mal weiter. Ich habe nämlich das Gefühl, dass es hier noch eine ganze Weile weitergeht. Vergesst bitte nicht zu abonnieren, zu kommentieren und zu likearieren. Es hilft meinem Kanal aus. Ansonsten guckt euch gerne das nächste Video an. Tschüssikowski und bye bye.